So, wir haben schon von Geheimnis in der Bibel gelesen. Geheimnis. Der eine oder andere. Geheimnis, das ist interessant. Mich hat das immer fasziniert, wenn gestanden ist, das ist das Geheimnis von Gott. Oder? Und ich bin denen mal ein bisschen nachgegangen. Und es hat einige Geheimnisse, auch im Neuen Testament. Ich will die aber bloß eigentlich auf das dann im Kolosserbrief eingehen. Und um so ein bisschen das Umfeld von dem Geheimnis anzuschauen, wird vorne vom Kolosserbrief anfangen, ein paar Sachen zu erklären und auch in Erinnerung zu rufen. Kolosse war ja so eine kleine Ortschaft, eine kleine Städte, die nicht sehr bedeutungsvoll war. Es hatte andere Gemeinden ringsum gehabt. Ephesus, Laodicea, die dann ein bisschen kräftiger waren, bedeutungsvoller. Alles im heutigen Türkei-Bereich. Südlicher Bereich der Türkei. Aber Kolosse, wie die Stadt heisst, hatte etwas ganz Faszinierendes gehabt. Die haben eine super christliche Gemeinde. Christliche Gemeinde. Und wenn man das dann so liest, ich lese den Vers dann auch, dann ist das ganz faszinierend, was dort steht. Ich lese mal vom Vers 3 vom Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, sagt der Paulus da. Da wir von eurem Glauben an Jesus Christus gehört haben. Und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Über diese Vers könnte man gut und gern eine halbe Stunde reden. Ist nicht das Ziel, aber wenn man sieht, die Gemeinde, die sind erstens einmal da gewesen, weil sie glaubten, an den Jesus Christus glaubten, nicht an irgendetwas, Jesus Christus, und haben Liebe unter den Gläubigen gehabt. Das ist nicht immer so selbstverständlich, wenn man ein paar Menschen zusammen hat und auch in christlichen Gemeinden ist nicht immer so, dass man den anderen dann automatisch liebt. Liebe heisst auch nicht unbedingt, man muss den anderen sympathisch finden. Liebe Gottes, ist nicht, ich finde dich sympathischer als die oder die, sondern ein korrektes Verhalten. Das kann man auch mit jemandem praktizieren, den man nicht so sympathisch findet. Vielleicht hat man sogar politisch noch eine andere Meinung, das hat absolut Platz. Aber die haben einander geliebt. Und dann ist noch mal etwas gekommen. Nebst dem Glauben, Liebe, Hoffnung. Und zwar eine Hoffnung, es steht so wunderbar, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Eine Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist. Der Himmel ist ja etwas Faszinierendes, oder? Der unsichtbare Bereich für uns. Im Himmel kann niemand Zutritt haben. Gar niemand. Außer denn wir, wenn wir gestorben sind. Aber jetzt hat niemand Zutritt, kann niemand gehen. Also, wenn wir etwas ganz Wertvolles haben, dort muss vielleicht am besten in den Safe der Nationalbank. Das ist etwas vom sichersten in der Schweiz, das man antreffen kann, nehme ich an, oder? Aber auch dort könnte man es noch irgendwie beschädigen oder holen auf irgendeine Art. Aber im Himmel kann gar niemand. Das ist der sicherste Ort. Die Hoffnung, die wir haben und die ihr in Kolosse schon kennt, die ist am absolut sichersten Ort aufbewahrt. Und was ist die Hoffnung? Jesus Christus. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Dass er wiederkommt. Dass er uns in den Himmel holt. Ja, er ist der Vorläufer, er ist dort und hat schon alles vorbereitet für dich und für mich. Wenn wir sterben oder nach der Entrückung in den Himmel kommen, werden wir empfangen, wir werden erwartet. Er ist der Vorläufer und hat schon alles bereitet, hat Wohnungen im Vaterhaus bereitet. So, der Anfang, so Kolosse, ist wunderbar, wenn man das anfängt zu lesen, oder? Das ist eine Gemeinde, die Glauben hatte, die Liebe hatte und Hoffnung hatte. Trifft man ja auch im Korintherbrief, am Schluss vom 13. Kapitel im 1. Korintherbrief, Liebe, Glauben, Hoffnung. Ja. Oder dann Vers 9. Wieder haben sie betet,
sind. Der Paulus hat für die anderen gebetet und das ist auch immer wertvoll, wenn man für die anderen Gläubigen betet. Ich bin froh, dass ich im Gebet vorbereiten auch auf die Predigt mit meiner Frau zusammen, weil eigentlich kann ich von mir aus nicht wirklich etwas bringen, aber wenn wir das Wort Gottes dürfen reden, dann hat das eine Kraft. Egal, wer das macht. Dann ist das etwas Gewaltiges, wo Ewigkeit Wert hat, wo einen höheren Wert hat als unseren sichtbaren Kuchen. Und da steht dann wieder, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten. Paulus, wieder die Gruppe. Der Paulus ist, wo er geschrieben hat, den Brief wahrscheinlich in Rom gewesen, bereits in Gefangenschaft. Oder in Caesarea. Das ist auch 2 Jahre im Gefängnis gewesen. Aber eigentlich ist es in Rom. Deshalb hören wir nicht auf, zu bitten. Und zwar für was? Für die Gläubigen in Kolosse, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Also, wenn man so gläubig werdet, oder? Viele werden ja junggläubig, und das ist etwas ganz Besonderes, wenn wir jung sind und bereits den Anfang des Herzens an Jesus vertrauen. Weil dann haben wir ein Leben, das viel weniger noch kaputt macht. Leider bin ich erst mit 31 zum Glauben gekommen. Durch Geschäftsleute, nicht in einer Kirche. Ich bin doch nicht in einer Kirche gegangen, außer der Beerdigung oder Hochzeit. Aber ihr, die jung sind und hören die Botschaft schon. Ihr, die vielleicht Ältere haben, die mit euch beten. Was ist das für ein Vorrecht? Manchmal haben die Jungen, die von Gläubigen, Älteren kommen, die Eindruck haben, wir dürfen gewisse Sachen nicht. Vergessen Sie, ihr dürft viel mehr. Ihr dürft für die anderen beten, für die Schulkolleginnen, die Schulkollegen, für den Lehrer oder die Lehrerin. Ihr dürft viel mehr. Wir Gläubige dürfen ja alles. Wir dürfen alles. Wir dürfen sogar alles essen. Das sieht man manchmal bei mir. Es tut uns nicht alles gut. Das ist ein Vorrecht. Ein Vorrecht. Und die haben gebetet da, dass die anderen können erkennen, was der Wille Gottes für sie ist. Und dass sie erfüllt werden mit aller Weisheit und göttlichem Verständnis, würdig zu wandeln für den Herrn. Zu seinem Wohlgefallen. Wir sind so quasi Drehklamme für den Glauben an Jesus Christus. Es gibt bessere Werbung und schlechtere Werbung, das ist in der anderen weltlichen Werbung auch so. Aber wir sind auf eine Art, ihr seid Drehklamme für eure Schulkolleginnen und Kollegen, dass man an Jesus Christus glauben. Das ist ein besonderes Vorrecht. Ne? Wandelnde Briefe an Jesus Christus. So, und die haben gebeten, dass sie den Willen Gottes können verstehen. Wie kann man den Willen Gottes verstehen? Klar, könnte ich das jetzt sagen, wir haben das die Woche im Hauskreis durchgenommen, im Bibelkreis durchgenommen. Der Wille Gottes weiss man am allerehnsten, wenn es mit der Bibel übereinstimmt. Der Wille Gottes ist nie, gar nie im Widerspruch zu der Bibel. Der Wille Gottes stimmt überein. Und wenn wir die Bibel lesen, und wenn man in der Schule lehrt, lesen, dann kann man, ihr könnt alle schon lesen, oder? Ihr könnt schon die Bibel lesen. Ihr könnt sagen, Herr, heute will ich die Bibel lesen und ich will dich versuchen, dich zu verstehen. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir Erwachsene üben das auch immer wieder. Ich mache das auch immer wieder und sage, Herr, ich will die Bibel lesen und ich will dich etwas verstehen von dir. Ich will dich, dass du mir etwas sagst. Ich will dich, dass du mich veränderst. Dass ich so ein bisschen eine Werbesäule bin für dich, eine bessere. Aber auch, dass ich dich ehre in meinem Leben. Das ist nicht immer passiert, auch als Christ nicht. Ich bin erst seit 40 Jahren gläubig und bin am Mühe bei dir. Bin zwar schon ganz sicher errettet durch den Glauben, aber der Herr verändert mich immer noch. Hat noch viel Potenzial. Und das macht er mit allen, oder? Und das ist etwas Wunderbares, den Willen Gottes können, besser kennenzulernen. Natürlich kann auch eine Predigt sein,
wo einem der Wille Gottes sagt, oder im Gebet, dass man spürt, jetzt redet Gott zu mir. Er will nicht, dass ich das mache. Wenn wir nicht sicher sind, sollen wir das oder das machen. Ich als Jobvermittler habe dann vielmals zu den Leuten gesagt, ja, eigentlich bräuchte es uns nicht. Wenn du betest, dann kann dir der Herr zeigen, was dein neuer Job ist. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir dann deutsche Jobs zur Verfügung stellen können. Dann können wir beten, weil er der richtige ist. Dann braucht es uns doch auch wieder ein bisschen als Jobvermittler. So, und nachher kommt es vom Vers 15 weg. Etwas ganz, ganz Besonderes. Im Vers 15, ich lese mal nur zwei, drei Verse, Vers 15 bis 23, und nachher kommt der Text, wo ich dann vor allem darüber rede. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Da ist vom Vers 14 dreht, er ist das Bild, das ist von Jesus Christus gemeint. Er ist das Bild, der Herr Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und jetzt kommt bereits etwas, wo viele gar nicht dran denken, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen. In der Schule lernt man natürlich, das stammt von einer Explosion ab, aber ihr wisst natürlich, dass das einfach der Lehrstoff ist. Die Lehrer müssen das, wir müssen das gläubige Lehrer müssen das den Schüler lehren, weil das im Buch innen so steht. Aber ihr wisst genau, die Erde ist ganz anders entstanden. Und zwar ist Jesus Christus der Schöpfer. Da steht es. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne, Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn. Also du bist geschaffen worden für Jesus Christus. Dein Leben hat keinen Sinn, wenn du ohne Jesus Christus wettest in die Zukunft gehen. Als Kompostiermittel taugen wir nicht so wahnsinnig viel und bringen auch nicht viel. Der Sinn vom Leben ist, eine Beziehung zu Jesus Christus zu pflegen, überzukommen durch den Glauben an ihn und zu pflegen. Das ist der Sinn von unserem Leben. Das ist etwas Wunderbares. Ein Leben kann so herrlich sein mit Jesus Christus. Und er ist der Schöpfer. Er hat dich und mich geschaffen mit einem wunderbaren Gedanken und mit einem wunderbaren Lebensplan. Jesus Christus kennt jeden Tag von deinem Leben. Seit du ein Embryo bist. Hast du das gewusst? Jeden Tag von deinem Leben. Er weiß, was morgen und was übermorgen passiert. Jeden Tag von deinem Leben. Er kennt. Er hat das geschaffen. Freu dich jeden Tag von deinem Leben. Und dann haben wir manchmal eine Not. Und dann dürfen wir daran denken. Er kennt das. Jesus Christus hat in meinem Leben nicht zugelassen als Christ. Es lässt sich besser verändern durch nicht. Wenn über ihn schon steht und er lernte den Gehorsam, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt. Was Jesus Christus gelitten hat, nicht am Kreuz, vorhin schon, hat ihn verändert im Gehorsam. Er war nie ungehorsam, ich schon, oder? Er hat bei der Nulllinie angefangen, aber ich habe noch viel, viel ungehorsam in meinem Leben zuerst abbauen. Jeden Tag im Leben von mir. Hat er einen Gedanken für mich, einen Plan für mich. Und er hat uns wunderbar geschaffen, steht im Psalm 139. Ausgezeichnet steht dort. Ausgezeichnet. Er ist der Schöpfer, steht da. Über den Teil, über den Abschnitt wird er nicht mehr länger leben, lesen. Leben schon. Ewig. Und dann geht es weiter in den Abschnitt vom Vers 24 an. 24, wo eben über das Geheimnis denn rede ich. Ich lese jetzt mal Vers 24 bis. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aufsteht, von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener,
seit der Paulus, bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und jetzt kommt's. Es ist das Geheimnis, das von Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Das ist verborgen, das Geheimnis. Übrigens ist es jetzt noch verborgen. Die Welt kennt das Geheimnis nicht, wenn man jetzt anschaut. Die Welt kennt das nicht. Die Einzigen, die heute schon das kennen, seit etwa 2000 Jahren, sind die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Nur die kennen es und nur die können es verstehen. Jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Es ist nicht einfach nur das Geheimnis, es ist ein Reichtum und es ist eine Herrlichkeit, das Geheimnis. Und was ist es denn? Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, das ist also nicht mehr nur unter den Juden aus dem irdischen Volk Gottes, sondern sich unter den Nationen der Gläubigen. Und das ist Christus in euch. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist das besonders? Ja, natürlich, das ist eine Sensation, oder? Christus in dir innen. Christus in dem Herz. Kinder sind viel einfacher. Die sagen, der Jesus, komm in mein Herzli. Wir Erwachsenen schütteln den Kopf und sagen, nein, das ist gar nicht möglich. Kannst du dir vorstellen? Gott lügt doch nicht. Christus in euch. Epheser 3, Vers 17 sagt der Paulus, damit Christus in euch wohne, in euren Herzen wohne. Christus wird in dem und in meinem Herzen wohnen. Wenn man muss sich fragen, ja, wie sieht denn so eine Wohnung aus überhaupt? Wie sieht denn so eine Wohnung aus? Einer hat einmal gesagt, ja, ich wohne in der Garage. Wieso in der Garage? Ja, da ist normal, dass man in der Garage eine Sauerei hat, da muss ich nicht aufräumen. Christus wird nicht bei dir in der Garage wohnen. Christus wird in deinem Herzen wohnen. Christus wird der beste Platz in deinem Leben. Haben wir das nicht gesungen voran? Haben wir nicht vorhin das Lied gesungen? Der Mittelpunkt in unserem Herzen. Genau das wird er sein. Er wird der Mittelpunkt in unserem Herzen sein. Und das ist immer wieder faszinierend. Ich habe natürlich immer wieder eine furchtbare Sauerei im Herzen. Leider ist es so. Und da muss ich aufräumen. Dann bringe ich das Christus, ich bringe ihm das und sage, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Die Bibel redet von Bekennen, von der Sünde. Dann muss man aufräumen. Praktisch jeden Tag muss ich aufräumen. Wenn ich auch jeden Tag meine Füße wasche, wenn ich ins Bett gehe, also ich gehe nie mit dreckig, gut, meine Füße sind nicht so fest dreckig, aber so bildlich muss ich jeden Tag mich waschen. So. Schauen wir, dass unser Herz gereinigt ist, dass Christus gern da drinnen wohnt. Und es ist doch die größte Sensation, das ist doch nie passiert. Früher war Christus vielleicht mit beim Abraham, hat er ihn besucht als Engel des Herrn. Oder? Der Abraham, Christus, als Christus als Engel des Herrn, der Abraham besucht. Aber im Herzen innen. Das ist erst seit Pfingsten. Das ist erst seit 2000 Jahren. Und das ist ganz neu. Im ganzen Alten Testament liest man nicht darüber. Steht nicht. Man findet es nicht. Hat niemand gewusst. Viele Christen wissen es nicht einmal. Darum sage ich euch das. Erzähle es weiter. Wir Christen müssen doch wissen, Christus wohnt in unseren Herzen. Christus lebt in unseren Herzen. Und niemand kann den Nüsse wegnehmen. Niemand kann den rausnehmen. Und das ist das Ticket für den Himmel. Es ist doch ein Geheimnis für die Herrlichkeit. Es ist für den Himmel. Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses
unter den Nationen sein. So. Ihm verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Sind wir schon mal am Wefzi? Da ist das so, wo die vielen Leute im Davos sind, so im Januar meistens. Jetzt wegen der Pandemie sind sie nicht mehr so nett, gerade 2 Jahre. Ich streiche übrigens auch 2 Jahre in meinem Leben. Das gilt natürlich nicht, wenn wir nicht festen können und nichts machen. Und ich habe prompt einen runden Geburtstag in der Zeit, jetzt habe ich das gestrichen. Und ich bin jetzt 2 Jahre jünger, darum will ich kein Detail von mir erzählen. Das ist natürlich, wenn ich dann sage, ich sei Jahrgang 51, aber ich bin jetzt 2 Jahre jünger wegen dem, dann nachher würde man sagen, der lügt, oder? Und ich will dann das Lügen darstellen. Aber ich habe jetzt 2 Jahre gestrichen, dass ich dann meinen runden Geburtstag noch feiere, jetzt um wieder am Festen. Ihn verkündigen wir. Ihn. Am WEF habe ich das nicht gehört, dass ihn verkündigt haben. Die beste Botschaft in dieser Welt haben wir Christen. Das, was in deinem Herzen ist, musst du verkündigen. Erzähl es doch den anderen. Ganz normal. Das Evangelisieren ist das Allernormalste, was es gibt. Die allernormalste und die einzig beste, herrlichste Botschaft. Und wenn es immer eine Möglichkeit gibt, redet darüber. Wenn der Kellner gerade Zeit hat, wenn er noch einmal gehen essen, erzählt es ihm. So wenige Menschen wissen, dass Christus will in unseren Herzen wohnen. Und er wohnt nicht in unseren Herzen, wenn wir nicht ihn annehmen durch den Glauben und uns bekehren, unsere Sünde auf ihn nehmen. Ihn verkündigen wir. Da steht also, ob das ganz normal ist, oder? Ja, da ist normal. Ihn verkündigen wir. Wenn jemand zum Theo geht und dort die Dienstleistung in Anspruch nimmt bei der Kette, ihn verkündigen wir. Dann wird der Rücken massiert und wahrscheinlich erzählt sie dann nebenbei noch das Evangelium. Und wenn sie das nicht so gemacht hat, wird sie sicher mal machen, weil das gehört sie jetzt und ihr Herz hat keine Ruhe mehr, weil Christus in dem Herzen wohnt. So ist das. Und eure Schulkollegin, ihr glaubt ja wohl nicht, dass ihr den Schulkolleginnen und Schulkollegen nicht erzählt. Ladet es ein, nehmt es mit. Menschen sollten früher zum Glauben Jesus Christus kommen. Ich kann das eine oder das andere Mal dürfen erleben, dass jemand zum Glauben gekommen ist, weil wir ihm verkündigt haben. Gell, Karl-Heinz und Andrea? Das sind 2 von diesen geliebten Geschwister, die wir haben dürfen zusammen erfahren, wie sie zum Glauben gekommen sind. Es ist so, jetzt sehe ich sie da. Und so wird es mal im Himmel gehen. Und dann sehen wir, der Kurt und Marianne sind dort, wo bei uns nachgegessen haben. Die haben so viel gegessen, aber wir haben das Evangelium können verkündigen. Und dann freuen wir uns, wie wir es dort sehen. Stell dir vor, deine Schulkollegin findet zum Glauben Jesus Christus. Willst du ihr erzählt hast? Willst du sie eingeladen hast? Und du darfst mir sagen, Herr Jesus, du kannst ja jeden Esel brauchen, aber du hast auch mich gebraucht, dass ich das Evangelium verkündigen kann. Und du bist schuld, dass sie am Schluss im Himmel ist, weil du ihr von Jesus erzählt hast. Er hat Schuld übernommen, aber du bist mindestens beteiligt gewesen. Wie herrlich ist das? Ihn verkündigen wir. Das Geheimnis, das ist für uns ja kein Geheimnis, dass Christus in uns wohnt, Christus in uns innen ist. Und es drängt ihn, dass du diesen Mund nicht nur zum Essen brauchst, auch zum Betten und zum ihn verkündigen. Kein Mitarbeiter kommt bei uns durch die Firma durch, ohne dass er das Evangelium gehört hat. Das war mir ein grosser Wunsch. Alle Leute, die bei uns mal arbeiten, die sollen das Evangelium hören. Leider nehmen es weniger, aber immerhin einige werde ich im Himmel wieder sehen. Und bei anderen war es vielleicht der Anfang und nachher ist es weitergegangen an einen anderen Ort. Das ist etwas Schönes. Vor 2 Jahren, nein, vor 40 Jahren, wenn wir da ein- und ausgegangen sind, der Anfang von unserem Glaubensleben hat auch stattgefunden bei euch.
Wir sind Gott dankbar dafür. Dann hat er uns andere Wege geführt. Wir haben geglaubt, wir haben den Willen erkannt und sind den Weg gegangen. Mal schauen. Ihn verkündigen wir. Und jetzt haben wir im Kapitel 2, ein paar Minuten für das, nochmal das Geheimnis. So nach zusammen, nochmal das Geheimnis, ich lese das. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea, also der Nachbarschaft, und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden. Vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also das Geheimnis da, das heißt, dass in Christus sind alle Schätze vor der Weisheit und vor der Erkenntnis verborgen. Alle Schätze. Schätze haben wir sowieso gern. Also mich fasziniert das. Ich habe mir schon überlegt, ob wir unser Grundstück mal so umgaben. Vielleicht hat es ja noch irgendeinen Schatz drinnen oder irgendetwas. Schätze fasziniert mich, oder? Und das ist ein von diesen grossartigen Schätzen, die uns da offenbart wird. Was ist der Schatz? Alle Erkenntnis, alle Weisheit ist in Christus. Der, der in meinem Herzen wohnt, einen direkten Zugang zu aller Erkenntnis und aller Weisheit. Im Jakobus heißt sogar, und wenn uns Weisheit mangelt, dürfen wir Gott bitten, und er gibt es uns. Da sind wir zwei Clips bei dem englischen Teil. Im Moment laufen die gerade in Indonesien. Über Weisheit, wenn man zur Weisheit kommt. Die sind nun da, ich sage den Namen schnell, Tea Time, hä? Englisch, Tea Time, Fritz und Olli. So sind die im YouTube zu finden. So, und die Weisheit und Erkenntnis, das ist ja noch faszinierend. Ich habe das aufgeschrieben für euch auch. Und nicht aufgeschrieben, gut, dann erkläre ich es. Der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit ist, die Erkenntnis gibt uns das Verständnis oder das Herausfinden von einer Wahrheit. Also wenn wir etwas erkennen, dann verstehen wir es. Wir haben es herausgefunden oder gehört. Und die Weisheit ist, das Ganze umzusetzen. Es nützt ja nichts, wenn ihr eine Erkenntnis habt, wie man das beste Brot backt. Aber das als Geheimnis behaltet, dann müsst ihr es backen. Dann kommt es Lebendigkeit über, dann wird es interessant. Und dann kann man es essen und dazu in Wilchingen ein Gläschen Wein trinken. Wie schön, oder? Also Erkenntnis und Weisheit. Alle Schätze von der Erkenntnis und von der Weisheit sind in Jesus Christus. Wir dürfen ihn bitten. O Herr, schenk mir, dass ich das richtig erkennen kann. Dass ich es richtig verstehe. Ab welchem Alter darf man bitten? Wir meinen da? 10? 8? Wie viel? Egal. Ist egal. Bis zu welchem Alter darf man bitten? Das ist so herrlich, wenn ich in die Runde schaue. Ihr habt wirklich Junge da und es gibt keinen besseren Platz in Wilchingen im Moment als da. Ihr macht das ganz gut, dass ihr da sind. Und ihr Eltern auch. Es gibt keinen besseren Platz. Die jetzt gerade noch mal die Decke über die Füße ziehen und finden, wie schön es ist im Bett, die verpassen etwas. Es ist ganz wichtig, dass man dort ist, wo Jesus Christus ist. Einer sitzt im Herz und anderer sitzt dort, wo die Gläubigen im Namen zusammenkommen. So, zum Schluss noch. Was sagt denn der Paulus noch? Vers 6 und 7 von dem zweiten Kapitel. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt mit ihm.
das Normalste, mit ihm aufzustehen, mit ihm ins Bett zu gehen, mit ihm zu essen. Es steht in der Bibel, er hat uns zu essen gegeben. Für was? Damit wir danken vor dem Essen. Das ist relativ einfach. Solltest du bis jetzt noch nicht gedankt haben vor dem Essen, dann hast du etwas verpasst. Danke einfach. Am besten dort, wo es die anderen sehen. Danke vor dem Essen. Die sollten doch sehen, dass ihr betet. Da gibt es Fragen, dann können das Evangelium verkündigen. Danke. Das steht in der Bibel, wir sollen danken vor dem Essen. Darum hat uns Gott zu essen gegeben. Sonst hätte er uns gemacht, wie ein Bösch oder so etwas, wo wir einfach am Morgen ein bisschen Benzin leeren und dann suchen wir durch den Tag durch. Nein, er hat uns so geschaffen, dass wir Nahrung aufnehmen und danken vor dem Essen. Wie ihr nun den Christus, den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. Also Danksagung ist sicher das, was wir schlussendlich können, als Summe aus dem Rausnehmen, wenn wir schon das Geheimnis wissen und Christus in uns innen ist, dann gibt es einfach auch Grund zum Danken. Jeden Tag kann man danken. Danke fürs Essen, danke für Gesundheit, danke für die Freunde, aber danke, dass wir Jesus Christus als Geschenk von Gott im Himmel überkommen, zu unserer Erlösung und zu unserem Leben. Dein und mein Schöpfer. Das Geheimnis, wo sie 2000 Jahre nur in einer Schicht von Menschen offen worden ist, gezeigt worden ist, Christus in euch. Das ist ein herrliches, wirklich ein herrliches, ein ewiges Geheimnis. Der Herr segne dich. Amen. Dies war eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Wilchingen. Wenn Sie auch alle zukünftigen Videos nicht verpassen wollen, laden wir Sie ein, den Kanal zu abonnieren. Nun wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiedersehen.